musste sich den knallharten und sehr indiskreten Fragen des TV-Totalteams stellen. Hallo, ich bin Max, komme aus Waldshut und bin 22 Jahre alt. Was ist deine Lieblingsplatte? Meine Lieblingsplatte ist von Mace. Das ist eine Funkband aus den 70ern. Dein Lieblingschoreograf außer die? Außer die. Ist die jemand oder? Mein Lieblingschoreograf außer die. Ah, die. Mein Lieblingschoreograf außer die ist niemand, weil ich sonst niemanden kenne. Als Vorbild taugst du nicht, weil? Weil ich gar nicht so cool bin, wie das aussieht. Und weil ich stinke. Du kommst weiter, weil? Ich komme weiter, weil ich hoffe, dass das Publikum mich wählt. Weil er keine Choreografie von dir braucht, ist er heute hier. Max! Ja, und natürlich gilt auch für unseren letzten Kandidaten das Gleiche. Sie werden gleich die Telefonnummer unten eingeblendet sehen, aber bitte noch nicht anrufen, gleich sind die Leitungen erst freigeschaltet. Der Max, der singt uns ein Lied von Toto, und zwar I Won't Hold You Back. Chance tonight, I try to tell you that the things we had were right. Time can't erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Das ist echt, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kenne keinen. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Ich kenne keinen, der mit so einem Stimmumfang, das auch so, so gefühlvoll und auch in den Höhen so sicher singt und auch die Improvisationsfähigkeit, die du mitbringst, die Musikalität und so, das ist Wahnsinn. Auch deine Klamotten, alles Wahnsinn. Ja? Die Frisur, alles Wahnsinn. Ja? Für mich, das ist... Ja. Das ist eigentlich scheißegal, was du anhast. Mehr kannst du aussehen wie Charlie Chaplin, das war auch noch wurscht. Aber du
bringe es einfach rüber. Ich habe Gänsehaut überall und ich muss auch sagen, also das ist sehr authentisch, was du machst. Und normalerweise, Entschuldigung. Heute schleime mal wieder. Normalerweise bin ich nicht so jämmerlich wie die Joy, aber ich muss auch sagen, dass ich habe fast geweint. Ja. Nein, darf mich nur noch eins sein. Weißt du was? Dich höre ich auf einer internationalen Bühne. Und das sage ich dir. Und das sage ich dir voraus. Und es wird bleiben und es wird so kommen. Das habe ich auch schon vor drei Wochen gesagt. Es war Folgendes. Es gibt eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob es passiert ist. Ich war nicht dabei. Aretha Franklin war beim Konzert von Chaka Khan, die wir eben schon mal hatten. Und da sagte Aretha Franklin danach zu ihr: You're blessed, was so viel heißt, du bist wirklich begnadet, gesegnet. Und ich kann bei dir nur sagen, you're really blessed mit dieser Stimme. Vielen Dank, Max. Alle sind am Knatschen, die Mädels in der ersten Reihe heulen Rotz und Wasser, wenn ich das richtig sehe. Aber vielen Dank. Die Stimmung ist im Arsch. Ja? Alle sind am Boden zerstört. Ich habe aber ein bisschen Angst. Wir müssen, glaube ich, wenn du in Istanbul singst, immer eine Einblendung machen. Dem Mann geht's gut. Genau, weil immer das noch. Sieht manchmal so echt. Gehen Sie in Ihre Häuser zurück. Willst du auch noch was sagen? Wir Nein. labern dich hier voll. Nee? Nö. Bist du froh? Ja, sehr, sehr. Gut, dann setz dich doch auf die Couch. Ja. Max, meine Damen und Herren. So.